Ja, möchte Sie alle sehr herzlich willkommen heißen zu unserem mittlerweile jetzt schon dritten Vortrag in unserer Citizen Science Seminarreihe in diesem Semester. Ich glaube, wir müssen immer großartig viel über die Formalitäten sprechen. Ich möchte nur alle Studierenden bitten, die heute mit dabei sind, nicht zu vergessen, sich in Boku Learn in die Anwesenheitsliste einzutragen. Wie Sie wissen, bei drei Terminen müssen Sie anwesend sein, um dann auch eine Note bekommen zu können. Für alle externen Personen, die heute dabei sind, herzlich willkommen. Natürlich auch an Sie. Wir freuen uns sehr, dass Sie heute mit dabei sind. Im Rahmen unseres Citizen Science Seminars stellen wir Citizen Science Projekte vor, beziehungsweise geben den Projektleiterinnen und Projektleitern eine Bühne, um sich und ihre Projekte vorzustellen und mit ihnen zu diskutieren. Das heißt, es ist natürlich sehr erwünscht, wenn Sie Fragen zum Vortrag stellen, Fragen an die Vortragenden haben, diese bitte einfach in den Chat stellen. Wir werden dann am Ende des Vortrages diese Fragen für die Vortragenden vorlesen und wir hoffen, dass wir dann zumindest einen Großteil der Fragen beantworten können, wenn nicht sogar alle. Das heißt, bitte nutzen Sie die Möglichkeit, die Fragen einfach in den Chat zu stellen. Und ja, damit möchte ich eigentlich gleich beginnen, um hier nicht zu viel Zeit unseren Vortragenden wegzunehmen. Und möchte, so ich hoffe, man sieht jetzt den Bildschirm und möchte eben unsere zwei Vortragenden heute vorstellen. Freut mich ganz besonders, dass wir Thomas Bartoszek und Mario Pesch gewinnen konnten für unseren heutigen Vortrag. Ich möchte Sie ganz kurz vorstellen. Thomas Bartoszek ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geoinformatik an der WWU Münster, ist ja, Geschäftsführer von ReEDU. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen, Thomas. Und hat schon das Schüler- und Forschungslabor GLADSCHOOL, glaube ich, so spricht man es aus, aufgebaut und ist Beiratsmitglied im Projekt Die Zukunft des MINT-Lernens der Telekom-Stiftung. Und natürlich ist er einer der Gründer des Sensebox-Projektes oder der Sensebox generell. Herzlich willkommen. Und dann haben wir noch Mario Pesch, auch er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geoinformatik an der WWU Münster. Und er hat die Lern- und Programmierumgebung der Sensebox mitentwickelt. Und ja, freut uns ganz besonders, dass ihr heute dabei seid und ja, uns mehr über die Sensebox erzählen werdet. Und damit beende ich meinen Monolog schon und werde versuchen, euch ja, die Rechte zu geben, damit ihr eure Präsentation starten könnt. Viel Spaß. Ja, vielen lieben Dank, Daniel, für die kurze Einführung. Genau, was die Namensgebung der Firma beziehungsweise auch unseres Labors angeht, da muss ich mir noch Gedanken machen. Geschrieben ist das alles tatsächlich ein bisschen anders denkbar, als ich mir das irgendwann mal überlegt habe oder wir uns das überlegt haben. Das Schülerlabor heißt GI at School für Geoinformatik in der Schule. Das kann man dann natürlich nicht lesen, ob es ein L oder ein großes I ist, ne? Also ein kleines L oder ein großes I. So ist das halt, ne? Ich hätte mir mehr Gedanken machen müssen. Bisher dachte ich, wäre ganz gut mit dieser Namensfindung. Bei manchen Sachen klappt es. Sensebox ist jetzt auch nicht so schlimm, so schwierig. Bei manchen eben nicht. Wobei Sensebox habe ich auch schon öfters als Sensebox gut, das war zum lustigen Part. Vielen Dank auf jeden Fall für die Vorstellung und dass wir dabei sein können. Ja, wir sind zu zweit. Wir werden den Vortrag uns ein bisschen teilen mit einem ganz kleinen Ping-Pong, wobei ich starten werde und Mario übernimmt und dann wieder zu mir zurückgibt. Und vielleicht, du hast uns ja schon vorgestellt, ich glaube, das meiste ist schon gesagt und wird eigentlich auch im Laufe des Vortrags ein bisschen deutlicher. Ich glaube, mehr müssen wir gar nicht jetzt ergänzen am Anfang und legen dann gleich los. So, ich teile einfach meinen Bildschirm. Sekunde, muss hier noch. So.
Sensebox-Projekt wurde schon erwähnt und es geht beim heutigen Vortrag so ein bisschen um einen kleinen Rückblick, 10 Jahre und auch ein bisschen darüber hinaus. 10 Jahre Sensebox, das ist nämlich ungefähr 10 Jahre her, dass wir die ersten Ideen eben rund um die Sensebox hatten, von der Ideenfindung bis zum Citizen Science Projekt basierend auf ganz vielen Open Source Technologien, die wir hier entsprechend nutzen. Und in der Ankündigung des Vortrags heute haben wir den Bogen auch sogar ein bisschen weiter gespannt, angefangen tatsächlich bei der Geoinformatik als ja, Wissenschaft, die uns beheimatet. Es ist nicht so, dass wir beide unseren Hintergrund in Geoinformatik haben, das dann doch noch ein bisschen zu unserer Person. Ich bin in dem Sinne Geoinformatiker vom Haus aus, habe das studiert und promoviert und Mario hat Lehramt Geografie und Chemie gemacht und kommt mit einem etwas anderen Background dann aber in die Geoinformatik, in die Forschung hinein. Und das ist also ganz spannend, dass wir auch eben aus verschiedenen Perspektiven diese Dinge betrachten können. Aber die Geoinformatik haben wir hier als Anknüpfungspunkt genommen, als unsere Wissenschaft in dem Sinne und für mich insbesondere eine, mit der ich ganz lange schon zu tun habe, bei uns am Institut für Geoinformatik in Münster, an der Uni Münster. Vielleicht hat jemand schon mal, der in Münster zu Besuch war, vielleicht zum Forum Citizen Science 2019, da haben wir in dem Gebäude, was in dem Bild zu sehen ist, die große deutschsprachige Citizen Science Konferenz ausgerichtet bei uns im Hause. Und ansonsten ist Münster natürlich immer ein Besuch wert. Aber auch wegen der Geoinformatik, die dort eine Geschichte hat, als Wissenschaft, aber auch eben als Studienstandort. Wir waren das erste Geoinformatik-Institut in Deutschland bei dieser ja, im weitesten Sinne recht neuen Wissenschaft. Und da die Wissenschaft an sich als Geoinformatik vielleicht nicht so bekannt ist wie andere, insbesondere MINT-Fächer, wie ganz klar die Physik, die Biologie und Ähnliches, haben wir hier bei diesem Bindestrich Informatik häufig etwas Neueres und etwas, was auch vielleicht in der Schule so gar nicht so bekannt ist als solches und in der Gesellschaft eben auch nicht. Haben wir uns auch frühzeitig Gedanken gemacht, wie man das gut kommunizieren kann. Und ja, was machen wir in der Geoinformatik im Allgemeinen? Also wenn man das definieren würde oder so, wie wir das Verständnis der Geoinformatik haben, ist die Wissenschaft der Modellierung und Visualisierung von raum- und zeitbezogenen Prozessen und das mit Methoden der Informatik. Ja, also der Weg quasi von den Daten zur Information und insbesondere eben von den Geodaten zur Geoinformation. Und wenn ich öfters mal solche Kinderuni-Vorlesungen halte, dann habe ich da so eine ganz kleine Animation dabei, wo ein kleiner Globus in ein Clipart eines Desktop-PCs reinfliegt, so, um das ein bisschen in einfachen Worten zu sagen. Wir beschäftigen uns eigentlich mit allen Fragen aller Geowissenschaften und Wissenschaften, die irgendwas mit räumlichen Fragestellungen zu tun haben. Das geht nämlich schon über die Geowissenschaften hinaus natürlich. Das Räumliche haben wir selbstverständlich auch in irgendwie den Politikwissenschaften dabei. Das Räumliche haben wir aber auch in anderen Naturwissenschaften. Ja? Wenn wir irgendwie an die Anordnung von Molekülen oder Enzymen oder Ähnlichem denken. Wir schauen uns eben an, was eben vor allem auf der Erde, in der Erde, über der Erde los ist und gucken, wie wir eben Computer dafür einsetzen können, zur Lösung bestimmter Fragestellungen beizutragen. Ja? Und das einerseits auf der Erde, beziehungsweise eben in räumlichen Fragestellungen entsprechend eben auch. Ja? Also wir sind ein bisschen als Geoinformatiker die Experten für diese räumlichen Fragestellungen, wenn es darum geht, irgendeine Wo-Frage zu beantworten. Das kann was ganz Triviales sein. Wie komme ich von A nach B? Dann wäre jetzt heutzutage jegliches Navi oder Google Maps auf dem Smartphone eine klassische Geoinformatik-Applikation, die einem den Weg anzeigt und diese Aufgabe sehr einfach lösen kann. Wenn man aber fragt, wann passiert das nächste Erdbeben und wo, dann ist das schon ein bisschen komplizierter. Ja. Und da braucht es eine Menge Daten und überhaupt ist es aktuell eine Frage, die man so nicht lösen kann natürlich. Ja, so ein bisschen als Überblick, was in der Geoinformatik alles so passiert. Also da geht es los vielleicht schon bei der Datenerfassung. Da machen wir uns auf der Seite Gedanken, wie man Daten erfassen kann, auf ganz unterschiedlichen Wegen. Ja, das kann irgendwie Fernerkundung sein, also Remote Sensing im weitesten Sinne. Das können also Daten sein, die über Satelliten, über Flugzeuge dort mit verschiedenen Sensoren, Kameras, Radar oder ähnliche Arten von Sensoren erfasst werden können.
Das kann aber auch vor Ort, also in situ passieren, mit Wetterstationen, die vielleicht Klimadaten an einem Ort aufnehmen. Das können ganz andere Datenerfassungssysteme sein, wie Lasersysteme, LiDAR, die zum Beispiel beim autonomen Fahren genutzt werden. Oder zum Beispiel so ein Lasersystem wie ganz links, das ist auf der Zugspitze auf dem Schneefernerhaus einer Forschungsstation, ein Laser, der wiederum vom Boden aus Fernerkundung der Wolken eben entsprechend macht. Ja, und da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Wege, Daten zu erfassen und die Daten auch in unterschiedlicher Form entsprechend dann zu erhalten. Ja, das können dann solche Rasterdaten sein, das sind Bilder im weitesten Sinne, ganz einfach Bildinformationen, die aber nicht zwingend Fotos, fotografische Bilder sein müssen, sondern Rasterdaten könnten auch Radarbilder sein zum Beispiel. Es können aber auch Vektordaten sein. Ja? Das sind dann punktlinienhafte Objekte, die irgendwie dargestellt werden, die vermessen wurden und zum Beispiel mit einem ganz anderen Werkzeug von einem Vermesser, Vermesserin selbst mit Werkzeugen oder auch von jedermann mit einem Smartphone. Ja? Das mit Hilfe von GPS auch Punkte aufnehmen kann, erfassen kann und bestimmte Informationen dazu speichern kann. Und diese Punkte wären an der Stelle dann Geometriedaten, also das wäre die reine Geometrie. Wir sind irgendwo, ein Punkt zeigt eine Position, wo man gerade ist vielleicht, gegenüber den Fachdaten. Was ist an diesem Punkt? Also wie kalt ist es, wie warm ist es, wie ist die Luftqualität an dem Punkt? Ja, oder vielleicht Dinge, die ich mit dem Smartphone feststellen kann. Wie ist die Gravitation zum Beispiel hier genau gegeben? Also ganz unterschiedliche Fachdaten natürlich können erfasst werden. Und das ist ein Aspekt der geoinformatischen Datenerfassung. Das sind auch Dinge, mit denen wir uns in Münster auch beschäftigen. Ja. Dann geht es weiter, wenn man Daten sich überlegt, wie man Daten erfasst hat, wie speichert man die eigentlich? Ja? Dafür muss man Datenmodelle entwickeln. Wie können Daten gespeichert, dargestellt werden, sinnvoll in Datenbanken angelegt werden, dass sie auch sinnvoll und gut wieder interpretierbar sind später. Da gibt es eine Menge von Standards, die genutzt werden können. Und da gibt es eine Organisation, die nennt sich OGC, das Open Geospatial Consortium. Ist so ein bisschen ähnlich wie die ISO, kennt man eher als Standardisierungsorganisation, die für ganz allgemein Standards für alles verfügbar ist. Die OGC ist dann ganz explizit, ist auch mit der ISO vernetzt, für alle Standards, die wiederum mit räumlichen Daten zu tun haben. Und da gibt es auch Standards, die sehr umfangreich sind in der Umsetzung dann zu eben zu Beobachtungen. Ja, da haben wir nämlich genau den Punkt. Observations and Measurements, ein riesiger Standard. Aber auch ganz andere Standards in dem Kontext, ob das jetzt um Gebäude ist, 3D-Darstellung von Gebäuden, das ist dann sowas wie CityGML. KML kennt man vielleicht, ist ein Standard, der auch in Google Earth genutzt wird für die Datenmodellierung. Web Mapping Services oder Web Map Services ist ein Webstandard, wie Karten im Internet quasi weitergegeben werden können. Ja. Es gibt explizite Standards für ganz bestimmte Fachdienste, wie Wasser zum Beispiel, ja, WaterML, Water Modeling Language. Oder ein Standard, der vielleicht Leuten, die irgendwas mit Webentwicklung zu tun haben, der explizit ja für Webobjekte nutzbar ist, die wiederum einen Raumbezug haben, also irgendwo Koordinaten verlinkt haben, Punkte, Linien, Flächen, beziehungsweise Polygone, das ist dann GeoJSON. Und das ist nur ein ganz kleiner Einblick in hunderte Standards, ja, hundert vielleicht nicht, aber sehr, sehr viele Standards, die das OGC entwickelt hat. Auch und an einigen von diesen waren wir auch bei uns in Münster beteiligt an dieser Standardisierung. Nächster Punkt, wenn man Daten dann hat, Datenverarbeitung ist ein Punkt. Ein Punkt, der natürlich auch im Citizen Science Kontext sehr relevant ist. Ja. Datenverarbeitung und Datenanalyse, dafür gibt es eigene Werkzeuge, die auch irgendwie als Technologien aus der Geoinformatik entstanden sind. Und wenn man so will, gilt die Entwicklung dieser Technologien wie solcher geografischer Informationssysteme, GIS, auch so ein bisschen als Startpunkt dieser Wissenschaft. Also als man angefangen hat, überhaupt einen Computer für geografische Fragestellungen oder geowissenschaftliche Fragestellungen zu nutzen, war so ein bisschen so ein Punkt, wo man sagt, die Geoinformatik als Wissenschaft konnte, ja, die Etablierung dieser Wissenschaft konnte beginnen. Und das ist so circa 50 Jahre her ungefähr, ja. Dann geht es aber auch natürlich um andere Arten von Software, die dann nochmal spezialisiert sind auf statistische Analysen. Ja? Da ist dann Geostatistik wäre so der ältere Begriff. Heutzutage nennt sich das Spatial Data Science, ja, ist aber im weitesten Sinne
ein und das Gleiche. Und da nutzen wir im Haus halt ganz viel eben R als Technologie oder als Programmiersprache. Und ja, mit R mittlerweile als statistische Programmierumgebung kann man eben auch sowohl klassische Datensätze in tabellarischer Form auch mit räumlichen Daten analysieren. Man kann daraus Karten generieren, wie mit einem GIS. Man kann dort aber auch höchstwissenschaftliche Analysen von Rasterdaten, also Bilddaten vielleicht aus der Fernerkundung eben durchführen. Also alles, was man mit Geostatistik machen kann, geht natürlich jetzt auch schon mittlerweile in R. Und diese Dinge, das ist natürlich die Entwicklung von allem, passiert zunehmend im Web. Also vor kurzem, im weitesten Sinne vor kurzem, waren für solche Fragestellungen Software-Systeme nötig, die nur auf Desktop-Rechnern liefen, ja, weil die so umfangreich waren. Das ist auch bei einigen GIS immer noch der Fall, aber es ist immer mehr im Web möglich. Eigentlich ist alles schon im Web möglich und das verschiebt sich immer mehr in diese Richtung. Ja, dann der nächste Schritt, wenn man seine Analysen gemacht hat, ist der Schritt zur Visualisierung, also kartografische Visualisierung von Daten. Ja. Und da gibt es auch natürlich eine eigene Richtung, die diesen Aspekt betrachtet, wo auch ein bisschen vielleicht ein Design- und künstlerischer Aspekt mit eine Rolle spielt, ganz viel Kommunikation eine Rolle spielt. Und das ist auch etwas, womit man sich in der Geoinformatik sehr intensiv beschäftigt. Ein weiterer Punkt, der auch da nah dran ist, tatsächlich an diesem kommunikativen und vielleicht der menschlichen Komponente, ist so das räumliche Denken, das natürlich auch, oder Spatial Thinking ist da eher der Begriff, der genutzt wird, der auch sehr intensiv natürlich im Kontext Navigation eine Rolle spielt, wo es darum geht, irgendwie Orientierungskompetenzen zu erlangen, Kartenlesekompetenz, das Verständnis von Karten, diese vielleicht auch gar nicht zu verlieren, wenn man nur Navigationssysteme nutzt, die einem den Alltag leichter machen. Und bei diesen Aspekten auch, ja, diese Aspekte von qualitativer Repräsentation von Daten, also ja, zu betrachten, und da sieht man vielleicht an dem Beispiel rechts, diese Sketchmaps, die wir erheben, wo wir quasi ja so eine Mental Map der eigenen Umgebung darstellen, wo wir verstehen, wie Menschen eigentlich überhaupt Raum wahrnehmen und Raum interpretieren. Ja. In unserem Kopf machen, also wir können keine Winkel messen vernünftig. Ja. Das heißt, wenn wir die Abbildung dieser Straßen, die man rechts oben sieht, die ist sehr nah zur Wirklichkeit, die ganz rechte Karte, während die in der Mitte die Karte oder die linke Karte von den beiden Karten, das ist, was wir eigentlich uns da machen. Wir denken in 90-Grad-Winkeln. Es geht entweder nach links oder nach rechts qualitativ und wir denken nicht so sehr in genauen Winkeln. Und diese Information, das Verständnis, was der Mensch damit macht, spielt natürlich auch eine große Rolle in der Geoinformatik und auch bei der Interaktion mit solchen Systemen. Also sowohl mit GIS-Systemen als auch mit anderen Systemen müssen wir natürlich diese Mensch-Maschine-Interaktion betrachten, müssen den Menschen ins Zentrum des Designs von solcher Software, solchen Technologien stellen, müssen ganz viel mit eben Nutzerstudien arbeiten, um bestimmte Technologien eben besonders gut nutzbar zu machen. Und insbesondere, wenn wir eben nicht mit Fachleuten arbeiten, die sowas alltäglich machen, sondern wenn wir Technologien eben für die breite Gesellschaft entwickeln. Ja, das Thema Crowdsourcing hat auch eine lange Geschichte im Geoinformatik-Kontext, denn Crowdsourcing natürlich als Methode der vielleicht Datenerfassung und Daten an der Stelle in der ganz Breite, jetzt noch nicht im Geokontext, wie man es hier sofort denken würde, ist ja nur möglich durch die Entstehung von vieler Technologie, ja, durch Internet im weitesten Sinne erstmal. Und mit vielleicht noch mehr den Smartphones kamen noch mehr Möglichkeiten auf, aber erstmal überhaupt durch Internet konnte man Contributions von einer Menge Menschen überhaupt bekommen. Und Wikipedia vielleicht als größtes, bis heute größtes Beispiel einer ganz großen Crowdsourcing-Anwendung im Netz. 20 Jahre ist es her, gut 20 Jahre, dass Wikipedia gestartet wurde. Und ein anderes ganz großes Crowdsourcing-Projekt, das dann den starken Bezug zur Geoinformatik hat, ist OpenStreetMap. Ja, das ist der rechte Ausschnitt, den ich dort einfach vom Wiener Zentrum gemacht habe vorhin.
Ja, also wenn man so ganz einfach sagt, das Wikipedia für Karten, wenn es jemand nicht kennt, also eine Weltkarte, die von Freiwilligen eben entsprechend kartiert wurde und immer noch wird, die eine extrem hohe Genauigkeit hat und eine fantastische Abdeckung, die immer noch wächst und immer noch Daten gesammelt werden und die als Ergebnis, das, was man sieht, ist im Endeffekt die Karte, aber das Spannende sind eigentlich die offenen Daten dahinter. Also wie der Name schon sagt, OpenStreetMap, sind alles offene Daten, die dahinter liegen und man kann quasi alles in der realen Welt, was in der realen Welt vorhanden ist, dort abbilden, jeden Baum, jeden Gullideckel und jeden Mülleimer. Diese Daten sind da, auch wenn sie nicht mal in der Karte erscheinen, weil das Rendering der Daten in Kartenform eben was anderes vorgibt oder die Community sich auf etwas anderes geeinigt hat, sind die Daten da und können für spannende Dinge genutzt werden. Ja, also man stellt sich vor, eine App zum Beispiel, die einen die Flaschencontainer in der eigenen Stadt eben anzeigt, ja, die man sonst vielleicht nicht so auf dem Schirm hätte. Das ist alles möglich mit eben Daten aus OpenStreetMap. Und OpenStreetMap ist 2004 gestartet, also ein paar Jährchen, wenige Jahre nach Wikipedia. Und da tatsächlich auch explizit noch mit der Hardware, also mit einem GPS-Empfänger, wurden Daten aufgenommen und dann daraus Karten erstellt. Und das Projekt ist sehr gut gewachsen und in einer riesigen Community auch versehen. Nicht so groß wie die der Wikipedia, aber trotzdem eine sehr starke und bis heute sehr aktive Community, die OpenStreetMap weiterbringt. Mittlerweile basierend auf Satellitenbildern und Luftbildern werden Dinge digitalisiert, die ganze Welt digitalisiert und auch in ganz anderen Kontexten, in humanitären Kontexten zum Beispiel. Ganz schnell eben bei einer Naturkatastrophe oder Ähnlichem werden User eben motiviert, ganz schnell aktuelle Bilder zu digitalisieren und wieder aktuelle Karten zu schaffen. Und das linke Beispiel, Did You Feel It, ist ein ganz spannendes Beispiel, auf das sich Mike Gottschalk bezieht hier 2007 in seinem Paper Citizens as Sensors. Ja. Und das war das Paper, in dem der Begriff Volunteer Geographic Information oder VGI in der Kurzform dann zum ersten Mal gefallen ist und sich in der Geoinformatik so ein bisschen für dieses besondere Crowdsourcing von Geodaten eben spezialisiert hat. Und bei Did You Feel It gab es schon einen Ansatz, der auch in die Richtung von Citizen Science geht, ja, wo die Fragestellung, ja, bei OpenStreetMap gibt es keine wissenschaftliche Fragestellung. Erstmal, also beim Mitmachen, es gibt natürlich unglaubliche Wissenschaft über OpenStreetMap, aber bei der Aktivität des Kartierens ist erstmal keine wissenschaftliche Fragestellung da. Und bei Did You Feel It war das auch per se erstmal nicht der Fall. Da ging es darum, eben eine gefühlte Erdbeben zu haben und die abzugleichen dann mit den Daten der Seismographen entsprechend vom USGS, vom Geological Survey der Vereinigten Staaten. Und das war eine eben Sache, die übers Web funktionierte. Im Browser konnte man dann eben entsprechend angeben, wie intensiv man ein Erdbeben empfunden hat, quasi auf einer eigenen Skala, die jetzt nicht irgendwie einer Richterskala oder so entsprochen hat. Und diese Daten waren ganz stark, wurden dann eben mit den anderen Daten verglichen und haben ganz neue Aufschlüsse ermöglicht über Erdbeben tatsächlich, um auf eines der ersten Beispiele zurückzukommen. Und Crowdsourcing hat in dem Sinne eine lange Geschichte und mit Crowdsourcing haben wir uns schon in der Geoinformatik sehr, sehr lange beschäftigt. Und da ist quasi die Verbindung oder die Nähe zu Citizen Science natürlich auch eminent. Ja, also Citizen Science brauchen wir natürlich hier in der Veranstaltung jetzt gar nicht mehr zu erläutern und auch gar nicht irgendwie groß darauf einzugehen, worum es da geht. Aber wenn Sie schon über das eine oder andere Projekt gestolpert sind und Citizen Science Projekte kennen, vielleicht sogar auch aktiv sind in Citizen Science Projekten, dann wird Ihnen aufgefallen sein, dass eben sehr viele dieser Projekte Daten erheben, also wo es um Datenerhebung geht oder die Datenerhebung ein Teil dieser Projekte ist, bei der die Daten eben auch einen Raumbezug haben. Ja. Es gibt dann Projekte, die dann vielleicht, wo die Erhebung nicht im Vordergrund steht, aber wo Daten, räumliche Daten auch bereitgestellt werden. Ja. Dazu zählen, wenn man jetzt an ein Beispiel denkt, Galaxy Zoo, ein älteres Citizen Science Projekt, wo aber Daten des Hubble-Teleskops eben zur Verfügung gestellt, das sind natürlich auch räumliche Daten und die wurden interpretiert von den Citizen Scientists.
Dann aber, wenn wir wiederum auf die Erde zurückkommen, geht es um Kartenanwendung. Also die Informationen werden dann in Kartenanwendungen irgendwie visualisiert, vielleicht auch die Ergebnisse aus den Projekten und dann wiederum kommuniziert. In den Projekten, um eben die Daten zu analysieren, werden entweder von Citizen Scientists oder von Projektleiterinnen, Projektmitarbeiterinnen die Daten analysiert mit geografischen Informationssystemen GIS oder solchen geostatistischen Tools, die aus der Geoinformatik kommen oder aus diesem Kontext kommen, wie zum Beispiel R. Und wir haben uns tatsächlich angeschaut, einfach um eine Zahl zu haben, haben wir uns die Plattform Citizen Science AT, also Österreich forscht, und eben Bürgerschaften Wissen, die deutschsprachige oder die deutsche Plattform für Citizen Science Projekte, und mal nachgezählt und geschaut, was in jedem Projekt drinsteckt. Und tatsächlich ist es so, dass über 80% der Projekte irgendeine Technologie, Fragestellungen und Lösungen aus der Geoinformatik nutzen und eingesetzt werden. Ja, also die Mehrheit, die weit große Mehrheit der Projekte. Und wenn man die Geoinformatik als räumliche Wissenschaft auch versteht und sogar über das Geo, das erdnahe hinausgeht, dann sind natürlich auch Projekte wie Folded, wo es um räumliche Strukturen geht, selbstverständlich auch dort mitzurechnen. Und ja, ich habe tatsächlich ein Studium vor fast 20 Jahren immer wieder den Begriff gehört, dass 80% aller Informationen Raumbezug hat. Und irgendwie war das so tatsächlich ein langes Thema, wo kommt diese Zahl überhaupt her? Ja? Und witzigerweise, wenn man die Projekte mal nachzählt und sich anschaut, kommen wir auch auf ein bisschen über 80% bei den Plattformen. Also irgendwie stimmt die Zahl bis heute tatsächlich. Ja, zwei, drei Beispiele hierzu aus Projekten von Österreich forscht, eben hier Datenerfassung, also räumliche Datenerfassung bei Roadkill beispielsweise, wo eben ja, Ortsdaten erfasst werden, wo eben ein Fund festgestellt wurde, ob Bestimmungen möglich sind. Das wären dann die Fachdaten tatsächlich, der Punkt selbst wäre dann eine Geometrie und dann eben ein paar weitere Metadaten oder Fachdaten, zum Beispiel, wie man unterwegs ist. Bei zwei anderen Projekten ähnlich, hier gibt es dann Fotodaten tatsächlich auch dabei mit Rabenkrähe, ein etwas lokaleres Projekt, wo es auch um eben Erfassung, nicht mehr die Bestimmung, aber die Erfassung von Funden oder Beobachtungen entsprechend geht. Und bei der Stunde der Wintervögel, die wir ja auch in Deutschland auch ähnlich haben, da haben wir zum Beispiel auch die Möglichkeiten auf der Ebene, auf den Projektseiten sogar, mit einem kleinen, vereinfachten Geoinformationssystem selbst Karten zu erstellen. Ja? Also zu schauen, je nach, die Daten sich anzuschauen, selbst quasi zu analysieren, welcher Vogel, welche Vogelart in welcher Gegend eben wie oft gefunden wurde bzw. gesehen wurde. Also ganz viele Möglichkeiten. Und so könnte man durch die Projekte von Österreich Forsch, aber auch Bürgerschaften Wissen durchgehen und eben bei den meisten entsprechend solche Systeme, solche Technologien eben entdecken und Fragestellungen, mit denen wir uns schon seit Jahren beschäftigen in der Geoinformatik. Ja, kleiner Sprung, weil ich habe viel über die Geoinformatik erzählt, im Allgemeinen, in Münster aber noch besonders. Und wir haben uns in Münster eben, wie in der Forschung schon klar wurde, schon vor einigen Jahren, also vor 15 Jahren angefangen, Gedanken zu machen, wie wir diese Fragen in der Wissenschaft und die Wissenschaft, die vielleicht nicht so bekannt ist, in die Gesellschaft bringen können. Angefangen bei der Schule tatsächlich, Bildungskontext, aber mit der Zeit viel breiter eben auch mit dem Citizen Science Kontext und den Aktivitäten herausgestellt und haben ein Schüler- und Forschungslabor GIS School gegründet vor 15 Jahren, wo wir eben diese Fragen angegangen sind und mit Kindern und Jugendlichen ganz unterschiedliche Projekte gemacht haben, ja, zu denen eben auch die nötigen, Skills erworben wurden, wenn es vielleicht um Softwareentwicklung, Programmierung geht, aber auch Datenerfassung, Kartierung und Ähnliches, all diese Dinge, die nötig sind, um in den Aufgaben der Geoinformatik sich zu Hause zu fühlen. Ja. Und das Foto links beispielsweise ist von einem Projekt, wo Kinder und Jugendliche Apps für ältere Menschen entwickelt haben. Das ist schon 10 Jahre her, da waren Smartphones jetzt noch nicht so in der Breite, insbesondere bei der älteren Bevölkerung verteilt und war also damals ein besonders spannendes und medienwirksames Projekt. Aber da haben die Kinder und Jugendlichen tatsächlich den ganzen Prozess gehabt, ja, von
den Kontakt zu Menschen zu fragen, was brauchen die eigentlich, was wollen die, was nutzen die jetzt schon, was ist nötig, wie muss man eine App entwickeln, um damit ältere Menschen sie gut nutzen können, wie besorge ich mir die Daten, wie kartiere ich zum Beispiel Parkbänke, die waren damals noch nicht so gut erfasst in OpenStreetMap, wie programmiere ich am Ende eine App, wie teste ich die App mit älteren Menschen, all diesen ganzen Prozess abzubilden, haben wir in dem Labor gemacht. Und das hat weit mehr eben Dinge noch gemacht, Lehrerfortbildungen, Entwicklung von Unterrichtsmaterialien, Workshops in ganz unterschiedlicher Form, von einer Stunde bis zu einer Woche oder einem Jahreskurs. In ganz unterschiedlichen Dingen haben wir zigtausende Kinder und Jugendliche erreicht in den letzten 15 Jahren. Und das auch über die Region hinaus, durchaus bundesweit, auch international. Und 2011, also vor 10 Jahren, sind wir dann tatsächlich aus den auch aktueller Forschung bei uns im Haus rund um Umweltsensorik und Sensornetze sind wir eben auf die Idee gekommen, auch dieses Thema, diese Themen mit in das Schüler- und Forschungslabor zu übernehmen und haben die Idee für die Sensebox als Baukasten für Umweltmessstationen so als erste Idee gehabt und sie in so Workshops eben mit Kindern und Jugendlichen mit Mikrocontrollern und Sensoren eben eingesetzt und auch da die Erfahrung aus dem Crowdsourcing-Bereich mitgenutzt und gedacht, hey, wenn wir mal mit Kindern sowas basteln, bauen, programmieren und Daten erfassen, zum Beispiel irgendwie Wetterdaten, dann warum sollten die Daten verloren gehen? Lass uns auch direkt eine Plattform bauen, wo die Daten ein Zuhause finden, als offene Daten. Als Pendant zur OpenStreetMap haben wir dann die OpenSenseMap als Plattform entwickelt, zu der wir auch gleich noch kommen. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis wir solche Sachen ausprobiert haben, wie das so ist im Forschungskontext, verschiedene auch Anträge geschrieben und 2016 konnten wir dann ein erstes großes Projekt, vorher ein bisschen kleinere, starten, was vom BMBF gefördert war und wo wir von 2016 bis 2019 eben an Fragestellungen gearbeitet haben, in denen dann die Sensebox im Endeffekt als Produkt auch entstanden ist. Genau, und an der Stelle machen wir einen kleinen Switch. Ich beende tatsächlich hier meine Präsentation und übergebe an Mario. Genau, danke Thomas für den ersten Teil. Mal mein Bildschirm freigeben. Okay, genau, vielleicht wie Thomas gerade noch kurz zu mir erwähnt hat, ich bin von Haus aus erstmal kein Geoinformatiker. Ich habe Chemie und Geografie fürs Lehramt studiert. Und bin dann im zweiten oder dritten Semester, muss es gewesen sein, bin ich dann zum Schülerlabor GIL School im Endeffekt dazugekommen. Als Student fand es spannend, diesen Transfer von neuen Technologien für den Geografieunterricht zu sehen und dann auch selber durchzuführen. Und habe dann relativ schnell Spaß dran gefunden, an diesem ganzen Basteln mit Mikrocontroller-Elektronik, mich mit Sensorik auseinanderzusetzen und auch zu schauen, inwiefern das Ganze halt sowohl in Bürgerprojekten durchgeführt werden kann, aber auch vor allen Dingen in Workshops mit Schülern und Studenten zum Beispiel. Und wir wollen jetzt einmal kurz so ein bisschen so einen Rundumschlag machen aus dem, was so in den letzten 5 Jahren vor allen Dingen im Sensebox-Projekt entstanden ist, beziehungsweise was auch gerade noch in Entwicklung ist, weil das Ganze ist kein abgeschlossenes Projekt, sondern wir sind immer noch mit dabei und das Ganze läuft auch noch weiter. Die Sensebox allgemein kann man erstmal definieren als ein Do-it-yourself-Toolkit für stationäre und mobile Umweltstationen. Und auch hier schon, es geht wirklich darum, selber etwas zu machen. Also es war nicht das Ziel, erstmal ein fertiges Gerät zu produzieren, sondern der Aspekt, dass selbstständig was zusammengebaut wird, selbstständig programmiert werden kann, stand immer sehr weit oben und steht auch nach wie vor sehr weit oben. Und um verschiedene Nutzergruppen bestmöglich abzudecken, haben sich dann in der ersten Variante 2 verschiedene Versionen eigentlich ausgeprägt. Das ist zum einen einmal hier unten links die Sensebox Home, so als schematische Darstellung. Das ist so ein bisschen der Bausatz für das Citizen Science Projekt dahinter, beziehungsweise was auch viel von einfach Privatleuten verwendet werden, die sagen, okay, ich möchte eigene Umweltdaten erheben, ich möchte diese Umweltdaten aber auch teilen, ich möchte an einem Forschungsprojekt teilnehmen. Und das ist so ein bisschen die Version, die wir mit der Sensebox Home dann bedienen.
Und dann gibt es noch die Sensebox Edu. Da, wie der Name Edu im Endeffekt schon impliziert, das ist der Bausatz, der sich dann vor allen Dingen aus der Erfahrung entwickelt hat, die wir im Rahmen von den Schülerworkshops bei GL School im Endeffekt gesammelt haben, weil einfach immer viele Anfragen von Lehrerinnen und Lehrern kamen. Kann ich das Ganze irgendwie als kompaktes Set auch für meine Schule bekommen, sodass wir auch im Schulunterricht damit arbeiten können? Und daraus hat sich so ein Baukasten entwickelt, der verschiedene Sensoren enthält, die ich später auch einmal kurz vorstellen werde, und im Endeffekt auch eine Programmierumgebung dazu entstanden ist, um das Ganze halt möglichst einfach und die Hürde möglichst gering zu machen. Wie Thomas gerade schon auch gesagt hat, gleichzeitig war immer so dieser Aspekt, okay, was machen wir mit diesen ganzen Daten, die während verschiedener kleinerer Projekte, Projekttage, Workshops oder aber auch von den Messstationen, die von den Messstationen entstehen, die zu Hause irgendwo aufgebaut wurden, was passiert mit den Daten? Und da ist zeitgleich die Open Sense Map entstanden, also eine webbasierte Plattform zur Visualisierung und vor allem auch zum Sammeln von Messdaten. Und auch da zeige ich gleich einmal noch ein paar Genauigkeiten, weil die so auch in verschiedenen Kontexten zusammen verwendet wird. Und grundsätzlich ist die ganze Sensebox erstmal flexibel für verschiedene Fragestellungen einsetzbar. Dadurch, dass das Sensor-Setup nicht auf ein oder zwei Sensoren beschränkt ist, sondern auch da erweitert werden kann durch verschiedene Sensoren, einmal aus dem Portfolio von Sensoren, die wir schon haben, aber auch aus einem Portfolio von Sensoren, die vielleicht aus einem professionellen Kontext entkommen zum Beispiel, ist man dort flexibel der Fragestellung, die man eigentlich angehen möchte. Grundsätzlich hat sich dann ja so vor allen Dingen in den letzten 2-3 Jahren so ein komplettes Ökosystem drumherum entwickelt. Also es gibt neben der Sensebox Home und der Sensebox Edu ist noch eine kleinere Variante, die Sensebox Mini, entstanden. Jetzt relativ neu noch eine CO2-Ampel. Wie es dazu kam, wird Thomas am Ende noch einmal kurz was sagen. Und dann zwei große Software-Umgebungen. Einmal die Open Sense Map als Basistool für das Citizen Science Projekt und dann im Endeffekt eine Lern- und Programmierumgebung, die auf Google Blockly basiert, wie man es vielleicht auch von anderen Lern- oder Programmierumgebungen oder grafischen Programmierumgebungen kennt. Bei der Sensebox Home ist die Basis bzw. das, was man sich überlegt, eigentlich immer erstmal, man startet mit dem Mikrocontroller. Also es geht wirklich darum, dass man mit einem Hardware-Mikrocontroller startet. Der Mikrocontroller wurde so zusammengestellt bzw. optimiert, dass es möglichst einfach ist, mit dem zu arbeiten. Der kann direkt ohne Softwareinstallation auf dem Computer zum Beispiel programmiert werden. Es können direkt über diese kleinen Anschlüsse hier, können direkt Sensoren angeschlossen werden. Ich muss also nicht löten zum Beispiel. Und das Ganze ist sehr offen von dem System. Das heißt, ich kann auch andere Sensoren anschließen, beziehungsweise ich kann auch das Ganze halt in beliebigen Kombinationen erweitern. Und da wir an sich erstmal keine Fragestellung im Rahmen des Projektes vorgeben, ist natürlich auch das Sensor-Setup erstmal nicht vorgegeben. So entscheiden die Personen, die dann sagen, okay, ich würde ganz gerne am Projekt teilnehmen, ich möchte irgendwie eine Sensebox zu Hause aufbauen, entscheiden sich dann für eine Auswahl von Sensoren. Und auch da sind die Personen erstmal selber dafür verantwortlich oder entscheiden für ihren Standort, für ihr Projekt, welche Sensorauswahl vielleicht spannend ist. So gibt es Projekte, die zum Beispiel die Lautstärke messen, weil vielleicht Bahnlinien, Flughäfen in der Nähe sind und dort dann regional kleinere Projekte zum Beispiel entstehen. Es gibt Projekte, wo es vor allen Dingen um Feinstaubbelastung geht innerhalb von Städten natürlich. Dann wird dort meistens der Feinstaubsensor in Kombination mit dem Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor verwendet. Aber natürlich gibt es auch Projekte, wo es wirklich einfach darum geht, zu sagen, okay, ich möchte die CO2-Konzentration im Innenraum messen, sodass man sich sein Sensor-Setup eigentlich erstmal selber auswählt. Das Zweite, was man an der Stelle dann neben den Sensoren noch benötigt für eine Sensebox Home, sind dann die sogenannten Bees, oder das sind einfach Datenübertragungsmodule, weil wir wollen ja die Daten nicht nur lokal bei den Leuten erstmal lassen, sondern wir wollen ja vor allem die Daten auch gemeinsam nutzen und sammeln können. Und auch da gibt es
mittlerweile eine ganze Reihe von verschiedenen Bees, die man verwenden kann. Und auch hier geht es so ein bisschen darum, welcher Standort bietet welche Voraussetzungen. Zu Hause kann ich meistens sehr, sehr gut mit einer WLAN-Lösung arbeiten oder auch mit einer kabelgebundenen Variante. Sobald ich aber vielleicht ein bisschen, ich sage jetzt mal, ins Feld gehe und weiter rausgehe außerhalb der Städte, wird schon schwierig mit einer WLAN-Variante. Dort bietet sich zum Beispiel dann LoRa an, was einen Niedrigfrequenz, Long Range Network ist, oder auch so Lösungen wie zum Beispiel GSM, weil das Ganze schon immer noch eine sehr, sehr verbreitete Lösung ist, oder auch einfach nur kurze Übertragungswege, das heißt, ich übertrage die Daten per Bluetooth an mein Handy oder speichere die Daten sogar lokal auf eine SD-Karte. Das alles kommt immer so ein bisschen auf den Standort darauf an und auf die Idee des Projektes dahinter. Das Ganze wird dann zusammengebaut mit einem Gehäuse, sodass das Ganze auf jeden Fall wettergeschützt ist und wird dann zu Hause von den Personen aufgestellt, wird dokumentiert, also es wird meistens ein Foto gemacht, wo steht die Station zum Beispiel, um auch da dann möglichst gute, verlässliche Informationen zu den Daten zu bekommen, wobei natürlich auch viele Informationen aus den Daten gelesen werden können, wie zum Beispiel der Standort, die Ausrichtung kann sehr, sehr gut anhand der Helligkeitswerte zum Beispiel auch grob geschätzt werden. Die gesamte Hardware, die wir so im Rahmen des Sensebox-Projektes entwickelt haben und eigentlich auch alles andere, ist erstmal unter einer freien Hardware-Lizenz verfügbar. Das heißt, jeder bzw. jeder Hardwarehersteller könnte die Sensebox im Endeffekt nachbauen. Das Ganze steht unter einer freien Lizenz. Es gibt offene Schaltpläne, es gibt offene, die sogenannten Gerber-Files zum Herstellen dieser Platinen, wo die Grundmaße drin sind, aber auch die komplette Software ist zum Beispiel Open Source und kann angepasst werden und wird auch angepasst, weil auch hier wieder nicht jede Sensebox bzw. nicht jede Softwarelösung ist direkt für jeden Standort gut geeignet und so, dass dort auch möglichst einfach Sachen geteilt werden können, ausgetauscht werden können, steht alles unter einer freien Lizenz. Was dann aber alle Senseboxen wieder zusammenbringt, ist im Endeffekt die Open Sense Map. Die Open Sense Map ist eine offene Sensorplattform, die wir bei uns an der Uni entwickelt haben und die auch nach wie vor an der Uni auf dem Rechenzentrum oder im Rechenzentrum der Uni läuft. Und dort bietet sich die Möglichkeit, dass man verschiedene Umwelt-Messstationen registrieren kann. Das können zum einen Senseboxen sein, das können aber auch andere Messgeräte sein. Und ich kann die Plattform dafür nutzen, um eigene Umweltdaten zu sammeln, aber auch gleichzeitig habe ich immer Zugriff auf alle anderen Umweltdaten. Das heißt, es ist nicht möglich, die Open Sense Map, zumindest nicht die Open Sense Map, die wir bei uns betreiben, zu verwenden, um zum Beispiel nur private Daten zu erheben. Sobald ich die Open Sense Map nutze, um meine Daten zu sammeln, stelle ich diese Daten unter einer Open Data Lizenz zur Verfügung und kann an der Stelle aber auch alle anderen Daten oder auf alle anderen Daten zugreifen. Wir haben jetzt aktuell, das ist glaube ich der Stand von gestern Morgen, ungefähr 8.050 registrierte Stationen. Natürlich gibt es Stationen, die sind zwischendurch mal offline, weil auch das obliegt natürlich den Betreiberinnen der Stationen. Und aktuell kommen ungefähr zwischen 7.000 und 8.000 Messungen pro Minute rein. Und wir haben ein Portfolio von über 8 Milliarden Messungen, die gespeichert sind und die komplett über eine freie Schnittstelle im Endeffekt abgerufen werden können. Die Open Sense Map bietet dann erstmal ganz einfache Features, um sich Daten anzuzeigen. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Teil von Münster. Zum Beispiel im Umwelthaus in Münster hängt eine Station und man sieht dann hier im Endeffekt erstmal die aktuellen Live-Messwerte. Was man aber auch machen kann, ist sich erstmal auch historische Daten anschauen von der letzten Woche, den letzten 24 Stunden. Das geht alles direkt über die Open Sense Map. Man kann aber auch alle Daten, alle historischen Daten herunterladen, wenn man zum Beispiel größere Auswertungen machen möchte oder ausführlichere Auswertungen in anderen Softwareumgebungen machen möchte. Wie ich gerade schon gesagt habe, die Open Sense Map ist ja in vielerlei Hinsicht offen gestaltet. Zum einen, was die Geräte anbelangt. Das heißt,
es können nicht nur Sandboxen registriert werden, sondern auch Messgeräte aus anderen Citizen Science Projekten. Es gibt dieses Luftdateninfo-Projekt bzw. Sensors.community ist es mittlerweile, da sie sich auch international stark ausgebreitet haben. Das Smart Citizen-Projekt aus oder vom FabLab in Barcelona zum Beispiel, aber auch vollständig selbstgebaute Stationen können auf der Open Sense Map registriert werden. Und nicht nur eigene Sensorstationen, sondern auch alle Umweltphänomene. Also wir haben keine Beschränkungen auf die Umweltphänomene, die aktuell vorhanden sind, sondern es lassen sich auch neue Phänomene anlegen, wenn diese zum Beispiel noch nicht abgedeckt sind. So kann ich auch über einen Geigerrohr zum Beispiel die Radioaktivität messen, ich kann die Lautstärke messen. Wenn ich ein Sensormodul finde, was gut funktioniert, beziehungsweise auch im Low-Cost-Bereich gut funktioniert für Stickstoffoxide oder ich möchte meine professionelle Messstation anschließen, dann ist auch das alles erstmal möglich. Um das dann den Datenzugriff zu ermöglichen, beidseitig, also sowohl zum Senden von Daten als auch um auf die Daten wieder zurückzugreifen, gibt es eine Software-Schnittstelle, eine freie API, die auch dokumentiert ist. Es gibt Pakete für R und für Python, um zum Beispiel direkt Daten herunterzuladen. Oder ich kann auch Daten über das Archiv herunterladen oder auch ganz normal erstmal als eine CSV-Datei. Und auch hier kommt es so ein bisschen darauf an, was möchte ich mit den Daten machen, wo, in welcher Softwareumgebung möchte ich die Daten vielleicht auswerten. Aber auch hier ist sehr, sehr viel möglich, dadurch, dass es einfach eine freie Schnittstelle hat und auch alle Daten über die freie Schnittstelle verfügbar sind. Also nicht nur Daten aus dem letzten Jahr, sondern im Endeffekt alle historischen Daten seit Startpunkt der Plattform. Und dadurch, dass das Ganze halt ein sehr, sehr offenes Projekt ist, gibt es mittlerweile ungefähr, ja, nicht, oder gibt es nicht nur Forschungsarbeiten, sagen wir, aus unserem Haus. Da haben wir auch zwischen 15 und 20 eigene Veröffentlichungen in verschiedenen Zeitschriften, viele natürlich Bachelor- und Masterarbeiten am Institut, aber es gibt auch sehr, sehr viele Veröffentlichungen, die die Open Sense Map oder auch die Sensebox in ganz verschiedenen Kontexten verwendet, sei es, dass die Sensebox als ein Citizen Science Toolkit in einem anderen Projekt verwendet wird oder auch, dass zum Beispiel Analysen der Daten durchgeführt wurden, die über die Open Sense Map gesammelt worden sind. Wer da noch mehr Interesse hat, wir haben eine Übersicht bei uns auf der Website, wo auch alle Publikationen verlinkt sind, die unter einer Open Access Lizenz zumindest verfügbar sind. Genau, der zweite große Bereich ist dann woraus das Projekt eigentlich auch entstanden ist, aus diesem ganzen Transfer der Geoinformatik in die Schule. Und da hat sich dann die Sensebox Edu noch ausgeprägt. Und da möchte ich jetzt noch einmal kurz um so die Basis, die Basisideen, Basistools, die sich so im Rahmen der Sandbox Edu entwickelt haben, noch einmal kurz vorstellen. Grundsätzlich ist die Hardware sehr, sehr ähnlich zu Sandbox Home. Das war auch immer ein Ziel, dass ich aus einer Sandbox Edu die gleiche Sandbox Home bauen kann, sodass ich auch damit längerfristig Daten aufnehmen kann. Die Sensebox Edu hat aber ein paar zusätzliche Bauteile, sei es kleine Elektronikbauteile oder auch ein kleines Display, um Daten direkt anzuzeigen, um so ein paar andere Aspekte im Rahmen von Schulunterricht auch vermitteln zu können. Hier sieht man dann auch so typische Projekte oder so kleine schematische Projekte, sage ich jetzt mal, die viel mit der Sensebox Edu auch umgesetzt werden. Sei es, dass man sich einen Klatschschalter baut, dass man mit dem Ultraschallsensor, wo man Distanzen messen kann, sich eine kleine Auto-Einparkhilfe baut, um das Ganze halt schematisch darzustellen. Oder auch, wie hier unten dargestellt, mobile Messstationen, sodass man halt zum Beispiel Kartierung in der Stadt durchführt, sei es Temperaturkartierung, um zum Beispiel den Wärmeinsel-Effekt halt darzustellen. Womit wir dann an der Stelle auch oder in welchem Bereich wir dann arbeiten mit der Sensebox. Wir versuchen uns immer in diesem Bereich der 21st Century Skills zu bewegen und da auch im Bereich dieser Literacies. Und da kommt man natürlich sehr stark in diesen Bereich Computational Literacies, wenn es um Programmieren lernen geht, aber auch um Spatial Literacy, also um räumliche Wahrnehmungen, um Data Literacy, also wie gehe ich eigentlich mit Daten um, wie kann ich mit Daten gut arbeiten. Und dieser gesamte große Bereich der Scientific Literacy.
Und je nachdem, in welchen Projekten die Sensebox Edu verwendet wird, klar, im Bereich der digitalen Bildung, wir haben einen sehr, sehr starken Fokus auf Computational Thinking, auch da Grundansätze zu vermitteln, aber auch Wissenschaftskommunikation, dass wir halt sagen, okay, wie können wir denn die Daten, die wir vielleicht erhoben haben, auch mit der Bevölkerung kommunizieren, mit meinem innerhalb unserer Schule zum Beispiel, welche Möglichkeiten bietet es da, welche Tools kann man verwenden, um das Ganze halt weiterzutragen. Oder auch dieser ganze Bereich von Critical Thinking. Dadurch, dass man selber mal Umweltdaten aufnimmt, versteht man vielleicht auch besser, wie diese ganzen Umweltdaten erhoben werden und wo es vielleicht auch Sinn macht, Umweltdaten zu erheben und welche Daten vielleicht auch an bestimmten Stellen kritisch zu hinterfragen sind, wenn sie von bestimmten Stellen erhoben worden sind oder Ähnliches. Der zweite Bereich, wo man das Ganze natürlich dann einordnen kann, sind die Sustainable Development Goals. Und auch da sind wir in 4 Bereichen sehr, sehr stark vertreten. Also im Bereich 3, Good Health, Wellbeing, in der ganzen Feinstaubdebatte, in dem ganzen Bereich Indoor-CO2, natürlich jetzt auch durch die Corona-Pandemie, wurde sehr, sehr viel über Lüften, CO2-Ampeln gesprochen. Aber natürlich auch die Bereiche, wo es generell erstmal um Quality of Education geht, um Sustainable Cities and Communities. Und natürlich dieser gesamte große Bereich, wo es erstmal allgemein um die Klimaziele, Climate Action geht, mit den Bereichen können wir natürlich mit der Sensebox arbeiten. Und um das Programmieren möglichst einfach oder das Arbeiten möglichst schön und einfach zu gestalten, hat sich im Laufe der Jahre so eine grafische Programmieroberfläche entwickelt. Durch die grafische Programmieroberfläche kann ich jetzt auch ohne Programmiererfahrung oder ohne Vorerfahrung mit der Sensebox arbeiten. Ihr seht im Endeffekt hier, der Programmcode wird aus Blöcken zusammengesteckt und es gibt alle möglichen Blöcke für alle Bauteile der Sensebox und daraus generiert sich dann im Endeffekt der Quellcode, den man sonst per Hand schreiben müsste. Dadurch, dass ich dann mit Blöcken arbeite, ist einfach so die Frustrationsgrenze erstmal sehr weit nach unten gesetzt, weil ich kann halt keine Klammern vergessen, keinen Semikolon vergessen, was gerade für Einsteigerinnen im Programmierbereich doch oftmals eine Hürde ist, weil es dann einfach immer nur darum geht, erstmal Fehler zu suchen und das wird dadurch halt ein bisschen vermieden. Das zweite ist, wir wollen Programme teilen können, sodass man auch hier auch den Austausch innerhalb der Community fördert. Und das ist jetzt relativ neu, es gibt jetzt verschiedene Tutorials innerhalb der Programmieroberfläche, sodass man halt nicht mit externen Materialien arbeiten muss, sondern alles innerhalb der Oberfläche stattfindet, sodass es Tutorials gibt zu verschiedenen Themen, wie verwende ich eigentlich Variablen, was kann ich eigentlich mit Mess- oder wie kann ich Messwerte an die OpenSenseMap senden, aber auch ganz abstrakte Themen, wie zum Beispiel, wie funktionieren denn eigentlich Wenn-Dann-Bedingungen in der Programmierung, sodass man dort angeleitet in Form von Tutorials direkt mit der Sensebox arbeiten kann. Die sehen dann alle sehr, sehr ähnlich erstmal aus. Es gibt manchmal Voraussetzungen, welche Bauteile werden denn eigentlich benötigt. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist, die Tutorials können von jedem erstellt werden. Also es geht nicht nur darum, dass wir Tutorials erstellen, sondern wir freuen uns auch immer darum, wenn Leute aus der Community neue Tutorials erstellen. Und auch da haben wir gute Erfahrungen mitgemacht, dass gute Materialien entstehen. Und auch eine komplette Galerie mit Beispielprojekten hilft natürlich dabei, erstmal den Einstieg mit der Sensebox leicht zu gestalten. Neben den digitalen Materialien gibt es noch auch viele analoge Materialien, sei es Lernkarten oder auch ein gedrucktes Buch. Das liegt zum einen daran, dass es vielfach auch gewünscht wird, gerade in den Schulen. Aber das Besondere ist da so ein bisschen dran, alle Materialien oder alle Lernmaterialien und auch das Buch, was man ganz normal über einen Verlag kaufen kann, steht unter einer freien Lizenz, sodass diese Materialien in den Schulen geteilt werden können, kopiert werden können, ohne dass dort irgendwelche Lizenzmodelle beachtet werden müssen und Ähnliches. Und da haben wir ein relativ großes Portfolio mittlerweile an Materialien, die auch bei uns auf der Website alle ersichtlich sind und die man sich einfach runterladen kann und verwenden kann. Noch zwei kurze Beispiele, was ich gerade schon einmal erwähnt habe. Ein
schönes Beispiel, was man mit der Sensebox in einer mobilen Messstation zum Beispiel machen kann, ist den Wärmeinsel-Effekt in Städten darzustellen. Natürlich muss man bestimmte Begebenheiten haben, dass man das Ganze eher in den frühen Morgenstunden, Abendstunden durchführt, um möglichst große Temperaturunterschiede eigentlich auch sichtbar zu machen. Aber hier gibt es, also hier in dem Video, ist zum Beispiel eine Visualisierung von einem kleinen Projekt, wo eine Schulklasse im Endeffekt Senseboxen gebaut hat, die über GPS den Standort gelockt haben, plus einen Temperatursensor drin hatten. Und dann wurden kurze Fahrradrouten gefahren, das waren immer ungefähr eine halbe Stunde. Und man sieht schon relativ gut, wie die Temperatur sich vom Innenstadtbereich, also das ist eher so dieser innere Ring in Münster, wie sich das mit den Außenbezirken, wie sich das unterscheidet. Das Ganze war jetzt mitten im Sommer im Jahr 2019, also in dem Jahr, wo es auch sehr, sehr heiß war. Aber solche Sachen lassen sich sehr schön und sehr einfach mit der Sensebox und entsprechenden Auswertungstool darstellen. Genau, und dann würde ich einmal wieder an Thomas übergeben und auch einmal das Screensharing beenden. Super, vielen Dank. Ich fange jetzt auch direkt wieder meins an, an einer etwas anderen Stelle, aber das schließt eigentlich ganz gut nochmal an das, was Mario gerade zum Ende hin gezeigt hat, also die Möglichkeiten, ja, Sensebox gerade so im Bildungskontext, und wir haben zumindest von denen wir es wissen, circa 600 Schulen in allen Schulformen, also von der Grundschule über eben Berufsschulen, Gymnasien und Ähnliches, die Sensebox als Werkzeug nutzen, als Lernmaterial, wenn man so will, und alles drumherum. Aber auch eine ganze Reihe außerschulische Lernorte, ja, von Bibliotheken, diese dritten Orte, Museen und Ähnliches, die Sensebox in ihren Einrichtungen entsprechend einsetzen. Und genauso und ursprünglich, wie schon erwähnt am Anfang, die Sensebox war auch, oder die ersten Ideen waren so im Schulkontext gedacht, aber genauso wird die Sensebox eben mittlerweile sehr umfangreich, wie Mario schon angedeutet hat, durch die Anzahl der Veröffentlichungen, die auch steigend ist, rund um die Sensebox als Werkzeug, als Hardware, aber auch rund um die Daten, die mit Sensboxen erfasst werden, eben im wissenschaftlichen Bereich, beziehungsweise in Hochschulen, dort eben in diesen beiden Kontexten, also Forschung als auch Lehre. Ja, das heißt, die Sensebox wird in der Lehre, im Bereich des Umweltingenieurwesens eingesetzt, in der Geoinformatik, Geomatik und ähnlichen Wissenschaften, dann aber auch eben in allen Didaktiken, die insbesondere für die MINT-Fächer, in den Didaktiken der MINT-Fächer an sehr, sehr vielen Hochschulen eben als Werkzeug wiederum dann für die Schule eingesetzt. Ja, als Citizen Science Projekt vielleicht, weil wir hier auch in dem Bereich uns gerade befinden, das ganze Ökosystem, also was auch Mario zusammengefasst hat, mit der Hardware, mit der Open Sense Web als Datenplattform und auch mit der Lernumgebung rund um Blockly, das ganze System eben ist zu verstehen als Citizen Science Toolkit, ja, als Werkzeugkasten quasi, um Citizen Science Projekte umzusetzen. Wir sind also quasi ein besonderes Citizen Science Projekt, das nicht per se eine Fragestellung hat, wie zum Beispiel, dass wir den Klimawandel vermessen möchten, ja, sondern theoretisch kann man mit der Sensebox eben unglaublich viele verschiedene Dinge vermessen. Man kann eigene Fragestellungen aufstellen und eigentlich den gesamten wissenschaftlichen Prozess eines wissenschaftlichen Projektes abbilden als Citizen Science Projekt. Also mit der Zusammensetzung eines Messwerkzeuges für die eigene Fragestellung, sei es eben aus dem Kontext Wetter, Klima oder eben Licht oder CO2 oder was auch immer, Luftqualität, eben können ganz neue Fragen entwickelt werden, neue Projekte entwickelt werden. Ja. Und dann noch vielleicht sogar die Open Sense Map als Standort, wo alle Daten landen von der Sensebox und anderen eben Geräten, die dort registriert sind, dann als offenes Big Data Repository zu verstehen, mit dem auch wieder spannende neue Projekte entstehen können. Also so könnte man die Sensebox als Projekt vielleicht umschreiben auch. Und nicht, es ist kein klassisches Citizen Science Projekt, wie die anderen vielleicht, die wir vorher kurz als Beispiel genannt haben.
Ja, wir haben uns auch, Mario, zwischendurch schon erwähnt, das Thema Open Source spielt bei uns eine ganz große Rolle irgendwie in unserer Philosophie, unserer Arbeit auch. Und dafür habe ich hier mal auch noch einen Auszug aus den Qualitätskriterien für Citizen Science Projekte geholt. Die werden Sie wahrscheinlich kennengelernt haben in anderen Veranstaltungen. Und wenn nicht, werden Sie diese sicherlich noch kennenlernen. Da ist ein eigener Bereich zum Kontext, im Kontext Open Science, ja, wo es darum geht, Daten, jetzt ganz kurz gefasst, weil die Zeit uns hier auch zu Ende geht, öffentlich zugänglich zu machen aus solchen Projekten, Ergebnisse im Open Access Format zu veröffentlichen und diese und Ergebnisse für uns dann als Ergebnisse die Daten tatsächlich und auch eben, ja, nicht nur Daten, sondern vielleicht auch Anleitungen auffindbar, weiterverwendbar, nachvollziehbar, transparent, im weitesten Sinne reproduzierbar eben zu machen. Das sind die Kriterien für Citizen Science Projekte. Und auch wenn wir ein besonderes Citizen Science Projekt sind, haben wir das Gefühl, dass wir diese ziemlich gut erfüllen. Ja? Dieses Thema Open Science, wo es eben um offene Daten, Open Source, Software und Hardware geht. Beides bringen wir komplett mit natürlich. Offene und transparente Methodologien, die eben Reproduzierbarkeit eben ermöglichen, haben wir. Und Open Education Resources, die wir natürlich auch abbilden, wie Mario eben präsentiert hat, mit den sehr mit einer Breite an Lehr- und Lernmaterialien, die wir mitbringen. Und das nochmal kurz zusammengefasst, das meiste hat Mario schon erwähnt, also die Software, die offene Lizenzen, unter denen die Software liegt, die OER-Lizenzen haben wir natürlich auch, Hardware ist offen, inklusive der Baupläne, die Daten der Open Science sind unter einer Open Data Lizenz und die API ist offen, wie Mario erwähnt hat, für eben jegliche Arten von Geräten, die dort Daten hin übertragen möchten. Ja, um den Zeitstrahl, den wir am Anfang begonnen haben, hier nochmal abzuschließen. Wir haben die ersten 5 Jahre schon gezeigt, quasi dieser Geschichte. Vielleicht auch ein bisschen mehr darüber hinaus, weil wir schon zu Beginn des Labors begonnen haben. 2016, da waren wir eben stehen geblieben, war das erste große BMBF-Projekt, wo wir 3 Jahre am Institut für Geoinformatik an der Sensebox gearbeitet haben. Und im Rahmen der Verwertung dieser Forschungsergebnisse, das ist ein Teil von Forschungsprojekten natürlich, den man bei Forschungsanträgen eben auch entsprechend beachten muss. Was macht man mit den Forschungsergebnissen später? Wie werden die verwertet? Unter anderem eben auch wirtschaftlich verwertet. Und da haben wir schon von vornherein das Ziel gehabt, irgendwie zum Ende hin eine Ausgründung zu haben, die sich im Nachhinein um die Sensebox kümmert. Ja, denn solche Projekte sollen möglichst nicht, oder das ist eben der Wunsch auch der Fördergeldgeber, nicht irgendwie in der Schublade vergessen werden in Zukunft, wie das bei manchen Citizen Science Projekten auch gerade im Umweltmonitoring-Bereich durchaus passiert ist. Ja, also insbesondere bei hardware-nahen Projekten nach der Förderung ist da ganz viel stehen geblieben. Ja, da kann ich Ihnen einige Beispiele nennen. Wir haben es aber geschafft, im Zuge des Projekts im Laufe der Förderung 2018 ein Unternehmen auszugründen, das sich aber tatsächlich vom Ansatz her stark in dem Bildungsbereich eben orientiert, aber die Citizen Science Aspekte da mitdenkt im weitesten Sinne. Das ist die Redo. Und die Aussprache, um auf den Anfang zurückzukommen, ist eigentlich egal. Manche sagen Redo, manche Redo, manche Reedu. Also da sind wir auch ganz flexibel und nicht empfindlich. Genau, steht für Reengineering Education und das Unternehmen kümmert sich seitdem eben, ist der Hersteller der Sensebox, ja, also der Hardware, der Open Source Hardware, und das Unternehmen selbst fährt auch ein absolutes Open Source Geschäftsmodell. Das heißt, alles, was im Unternehmen entsteht, ist auch Open Source. Ja, dann im Jahr 2019 haben wir dann in einem Konsortiumverbund aus RIU und Uni Münster, Institut für Geoinformatik, ein Folgeprojekt beantragt und bekommen beim BMBF, Sensebox Pro, wo es eben um Weiterentwicklung eben der Sensebox, insbesondere für weitere neue Nutzergruppen geht. Und ganz aktuell, und zwar vor 2 Wochen, haben wir dann als Verwertung der Ergebnisse aus dem zweiten Projekt quasi, aber auch eigentlich als Geschichte hier eine weitere Gründung vorgenommen, einer gemeinnützigen Gesellschaft, der Open Sense Lab GmbH, die sich in Zukunft um die Open Sense Lab kümmern soll. Denn auch hier ist der Fall, eine so große Plattform mit so vielen Nutzerinnen und so vielen Daten bedarf tatsächlich einer langfristigen und nachhaltigen Haltung. Ja? Und das kann eine Universität gar nicht leisten. Und das haben wir gemerkt, also auch was Forschungsprojekte angeht, in denen ist die Wartung einer solchen Plattform, und da bedarf es wirklich Personal,
nicht mehr finanzierbar in Form von Forschungsprojekten. Denn Wartung ist ja natürlich keine Forschung. Und darum haben wir eben dieses Konstrukt uns überlegt, hier eine gemeinnützige Gesellschaft zu bilden, die eben in die diese Open Sense Map im Laufe zum Ende des Projektes hin tatsächlich komplett übergeben wird. Ja, zwei, drei Worte noch zum Abschluss zu diesem neuen Projekt, zu diesem Sensebox Pro Projekt, das gerade läuft im Verbund eben von Redo und IFGI. Wir kümmern uns dort ein bisschen um die Hardware auch, also weitere Entwicklung der Hardware. Da geht es um Autarkisierung, also wie mache ich eine Sensebox tatsächlich möglichst autark von Strom und von Internetverbindung, die so sonst verfügbar ist, Wi-Fi. Da arbeiten wir mit eben Solarpanelen und einem innovativen, sage ich mal, Ansatz eines Solarladereglers, der selbst auch als Sensor zu verstehen ist, wo man quasi auf der OpenSenseMap auch den Ladestand seiner Zelle bzw. ja, seiner Batterie eben abfragen kann. Bei der Datenübertragung haben wir schon so Funkmodule, die auch sehr stromsparend sind über LoRa, die existieren schon. Und im Rahmen des Projekts entwickeln wir noch neue Möglichkeiten der Datenübertragung über GSM, also über SIM-Karten quasi. Das ist auch schon fertig und über Bluetooth, also andere Wege tatsächlich mit einem Smartphone zum Beispiel zu kommunizieren, was wiederum auch sehr praktisch für den Bildungskontext wiederum ist. Ja, wenn man Daten mal eben schnell auf dem Smartphone visualisieren möchte, Messwerte aus der Sensebox in bestimmten Apps, dann ist das gut möglich oder in Zukunft auch sehr einfach über Bluetooth den Programmcode auf die Sensebox übertragen möchte. Ja, weitere Erweiterungen, oh, da ist mir was mit der Auflösung hier passiert, an denen wir arbeiten, ist eine Kameraerweiterung für die Sensebox und weitere Sensoren. Für die Kamera-Sensebox haben wir auch schon erste Prototypen, die dann tatsächlich in dem Kontext Erkennung und ja, Zählen von Vögeln bzw. anderer Spezies eben genutzt werden kann. Da ist ein Prototyp entstanden oder mehrere mittlerweile, die Vögel erkennen und diese zählen, also kontinuierlich eben entsprechend. Und das ja, tatsächlich vielleicht in die Richtung denkend, statt einer Aufnahme wie bei der Stunde der Winter- oder Gartenvögel entsprechend ein- oder zweimal im Jahr zu machen, kontinuierlich an bestimmten Standorten Vögel zu erkennen und eben zu zählen. Ja. Wir haben ein Problem, dass wir zu Anfang des Projektes, als die Sensebox bzw. Open Sensor entstanden ist, gehen wir in dem neuen Projekt an. Wie schon erwähnt, die Open Sensor als Plattform ist offen, so offen wie möglich, und die NutzerInnen haben sehr viele Möglichkeiten. Auch da haben wir uns ein bisschen an das Vorbild OpenStreetMap gehalten, wo eben alles kartiert werden kann, wie man möchte, wenn man so will. Und wir haben ermöglicht, den NutzerInnen ja auch die Phänomene selbst zu bestimmen. Ja, ein Phänomen, was ich gerade messen möchte mit meinem Sensor. Und da ist etwas passiert, was natürlich ist, was wir in den ersten Möglichkeiten nicht ändern konnten. Und das wurde zum Wildwuchs. Das sieht man ein bisschen in dem etwas unscharfen Screenshot hier auf der rechten Seite. Es gibt beispielsweise 60, 70 Temperaturphänomene auf der Open Sense Map. Ja, das ist, wenn Nutzer die Freiheit haben, alles Mögliche einzutippen, ja, dann entsteht eben Temperatur in verschiedenen Sprachen und so weiter und so fort. Sowas hätte man umgehen können, wenn man von vornherein das vernünftig modelliert hätte, ausführlich modelliert hätte. Und wir haben uns da bewusst nicht an die existierenden Standards gehalten, um es besonders einfach zu machen, den NutzerInnen. Werden die nicht die Standards, aber jetzt tatsächlich eine andere Art von Standardisierung überstülpen, nachträglich, um eben ja, mit dem Ziel quasi der Steigerung der Datenqualität auf der Open Sense Map und der Möglichkeit von Spezifikation von den Phänomenen, den Messmethoden und den Sensoren. Dafür haben wir eine Ontologie entwickelt, die Senf-Ontologie, Sensors and Environmental Phenomena Ontology, die eben ganz viele andere Ontologien mitbezieht, der verschiedenen Domänen, in denen sich die Sensebox einsetzen lässt, alle Arten von Phänomenen betrachtet, Einheiten, das Einheitenproblem mit aufnimmt, also wenn jemand eine Einheit wechseln möchte, dass dann Mapping vorgenommen wird und eben entsprechende Sensoren und auch Devices mitdenkt. Also die Sensebox als ein Device, aber diese Ontologie ist jetzt nicht Sensebox orientiert, die kann natürlich auf jede andere Art von Messgerät angewendet werden. Und ein sogenanntes Sensor-Wiki entwickelt, das ist dann eine Web-Applikation, und hier denken wir auch nach einem Crowdsourcing-Konzept, dass ein solches Wiki, eine solche Ontologie gefüllt wird von Nutzern,
die füllen wir erstmal mit den existierenden Sensoren, die wir so nutzen und die, die so bekannt sind. Aber wenn jetzt nächstes Jahr ein neuer Sensor herauskommt für irgendwas, kann jeder Nutzer, jeder aus der Community quasi den in diese Ontologie mit eintragen. Wenn wir jetzt beispielsweise Radioaktivität als Phänomen noch gar nicht betrachtet haben auf der OpenSense Map, betrachtet hätten, also sie wurde schon betrachtet, aber um ein Beispiel zu haben, könnte jeder Nutzer dieses neue Phänomen eintragen in diesem Sensor-Wiki und das wäre dann in der OpenSense Map nutzbar als Phänomen und dann auch übersetzbar in andere Sprachen und so weiter und so fort. Also dieses Problem lösen wir, das Problem auf der OpenSense Map lösen wir durch eine eigene, wieder Crowdsourcing-basierte Lösung für Sensoren, Phänomene und Devices. Und zu guter Letzt, vielleicht nicht zuletzt, denn Mario hat einen großen Teil auch vorgestellt, der Aspekte rund um die Lernumgebung. Das haben wir vorgenommen, weil das passte gut zu dem Edu-Thema, aber die Lernumgebung ist auch Teil des Sensebox-Pro-Projektes. Aber zu guter Letzt jetzt hier entwickeln wir die Open Sense Map auch weiter oder erweitern sie um eine Art Social Network für Citizen Science, ja, wo eben eigene Visualisierungen, nicht nur die existierenden auf der Open Sense, sondern die NutzerInnen dürfen eigene oder können eigene Visualisierungen erstellen in dem Portal. Es wird eine Möglichkeit geben, Badges, Open Badges zu erhalten für bestimmte Dinge, wenn man ganz viele Daten gesammelt hat, wenn man seine Sensebox gereinigt hat oder sein anderes Gerät gereinigt hat. Die Community, über die wir auch selbst durchaus geforscht haben, da konnten wir heute gar nicht dazu kommen, aber die kann selbst mit untereinander gut kommunizieren, kann Messkampagnen starten, ein Messlogbuch führen und eben entsprechend der Social Networks auch eigene Profile, quasi Nutzerprofile führen und Dinge veröffentlichen. Na, den ersten Aspekt der eigenen Visualisierung haben wir auch schon abgearbeitet, der ist prototypisch auch fertig und wir arbeiten jetzt an den nächsten Schritten quasi. Das wird in den nächsten wenigen Wochen, ja eher Monaten, sage ich mal, veröffentlicht, das neue System, quasi ein neues Interface für die Open Sense Map, das sehr modern ist, mit neuen Technologien eben verfügt und wo Nutzerinnen viel mehr Möglichkeiten haben, die Daten anders darzustellen. Zur CO2-Ampel hat Mario schon kurz was gesagt, das ist im Zuge der Corona-Pandemie, aber auch als Ergebnis des Sensebox-Projektes zu verstehen, denn wir entwickeln die Sensebox auch als Werkzeug, das eine Rapid Innovation eben ermöglicht. Also aus den bestehenden Dingen mit nur Zugabe eines neuen Sensors haben wir ein ganz neues Gerät, das sehr vielfältig eingesetzt werden kann und auch eingesetzt wird mittlerweile. Und da arbeiten wir auch weiter auch an Designfragen rund um die Sensebox, wie man rechts sieht. Das sind aktuelle Entwürfe für ein neues Case für die CO2-Ampel, das wir mit der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart gerade entwickeln. Ja, es ist Viertel nach. Wir haben die Zeit aufgebraucht und wir sind quasi just in time. Das war die letzte Grenze, die mir gegeben wurde. Ein paar Minuten haben wir überzogen, aber es bleiben noch ein paar für die Diskussion. Ich freue mich auf viele Fragen.